Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen American Truck Simulator Video. Wir stehen ja noch in Gillette und schauen mal, wenn es von hier aus geht. Ah, das sieht nach Cedar City in Utah aus. 742 Meilen. 2:46 Fahrzeit. Fahren wir Computer von Charge, sogar ein Double Trailer. Nach Wallbird in Cedar City für 56.318 Dollar, 75,10 Dollar pro Meile, 31.000 Pfund Gesamtgewicht, eine zerbrechliche Fracht, Standardlieferung und halt ein Kombi, wie wir auch sehen können. Und das ist eigentlich so eine sehr gute Fracht. Licht nicht anschalten. Dass das immer wieder deaktiviert ist, wenn man irgendwie losfährt. Eigentlich ein super Thema, um das anzusprechen, weil ja doch einige neue Zuschauer da sind. Oder immer mal wieder sich die Videos anschauen. Es leckt auch bei mir in-game wahrscheinlich mindestens genauso krass. Was einfach daran liegt, weil der normale Rechner, den ich eigentlich hätte, seit jetzt glaube ich mehr als zweieinhalb Jahren, weil der einfach nicht funktioniert. Garantie ist er jetzt mittlerweile auch draußen. Und ich habe mir jetzt, ich wollte gerade sagen vorgenommen, aber ich werde das jetzt so machen, dass ich ab dem 15. rum, also ab dem 15. Mai, werde ich nochmal hier den anstöpseln an den anderen Monitor, werde dann mir die Bluescreens aufschreiben, die da auftauchen, und werde den dann hier in der Nähe zum Reparieren bringen, in der Hoffnung, dass sie es hinbekommen. Ansonsten, je nachdem wie das Endergebnis dann ist, je nachdem wie das Endergebnis davon dann ist, dann wenn es halt nicht klappt, wenn die sie nicht hinbekommen, dann ich frage kurz zu viel, ob wir streiken ganz unsinn oder nicht. Dann muss ich mal schauen, dann hole ich mir wahrscheinlich von, ich bin noch am überlegen, ob ich mir dann von einer anderen Firma, die auch zusammengebaute PCs vertreibt, ob ich mir da was von hole oder ob ich doch wieder quasi in Anführungszeichen oldschool mäßig also oldschool meine ich jetzt so wie es vorher war, wie es beim ursprünglichen Rechner, weil der nach 7,5 Jahren den Saft abgegeben hat. Genau, und wenn. Ich war kurz überlegen, ob ich überhaupt richtig bin. Falls ihr euch fragt, warum ich dann überhaupt mit so einem schlechten Rechner dann, nochmal so einer schlechten Grafikkarte, die by the way, ich hab mir gedacht, okay, ja gut, wenn ich ja keinen Rechner habe, ich brauche den prinzipiell, also ja, ne, also es ist halt deutlich einfacher, Twitch zu moderieren und halt auch gut Sachen zu downloaden, zu backuppen mit dem Rechner als mit dem Laptop oder whatever. Vor allem, weil der Laptop auch irgendwann den Geist übergeben hat oder so. Da war ja was mit Kombi. Weil der. Kam ich nochmal her? Scheiße. Ich bin verfahren. Super. Der hat dann einfach nur überhitzt und war dann auch nicht mehr brauchbar. Turn left. Deswegen habe ich mir dann jetzt direkt zusammengestellt. Ich habe eigentlich mir gedacht, ja okay. Der ursprüngliche Plan war eigentlich hier Nachfolgermodell der alten Grafikkarte. Also das war eine
im alten Rechner, im ersten Rechner war eine... Ich muss da vorne raus, hier vorne, ne? Ja, mit den Auflegerschein, dann kann ich leider nichts ändern. Kriegen die Autos zu kommen? Gegen das Auto? Soll ich denn jetzt hier noch rauskommen, also? Habe ich mich ja in eine gute Position gefahren hier. War ich jetzt? Achso, ja, genau, hier, ne, hier Rechner zusammengestellt. Wollte eigentlich ein Nachfolgemodell der AMD Radeon R280 Reihe mir nehmen. Allerdings, naja, fürs Mainboard und so weiter gab es dann halt nur noch eine AMD Radeon R270. Halt, glaube ich, auch ein Gigabyte. Gigabyte wie RAM mehr als die ursprüngliche. Ja, deswegen ist die Qualität überraschenderweise ist die Qualität nicht besser als die andere, sondern eher schlechter. Aber überraschenderweise halt immerhin doch noch so gut, dass ich dann teilweise doch zocken kann. Also am Anfang habe ich mir gedacht, okay, kann man nicht mal zocken. Mit dem vorherigen Modell. Und ja, im Grunde genommen habe ich mir eigentlich nur vorgenommen gehabt, dass ich den Rechner hier, beziehungsweise dass ich quasi die World of Trucks Events aufnehme. Aber das hat sich dann quasi auch so ausgeweitet, dass ich gesagt habe, okay, dann breite ich das doch aus, dass ich zumindest zweimal die Woche dann noch ein ATS und ETS 2 Video rausbringe, auch wenn es von der Qualität natürlich nicht super ist. Es sind natürlich nicht 1080p und so richtig 30 FPS. Und nicht mal annähernd 1080, 60. Scheiße, noch nicht hier. Aber überbrückungsweise kann man das doch machen. Auch wenn ich sehr lange mit mir gehadert habe. Weil die Quali halt einfach, na, also man, es ist halt ein Downscale quasi von dem, wie es vorher war auf dem Kanal. Normalerweise ist ja eigentlich eher, ne, Fortschritt ist natürlich besser. Aber ja, deswegen laggt es auch so. Und zufrieden bin ich dabei nicht, aber momentan kann ich dabei nichts ändern. Also schon, aber die Zeit, die ich dafür dann habe, die kommt dann erst noch. Und auch deswegen gibt es jetzt nur so ein abgespecktes Programm, heißt nur ATS und ETS 2 und halt hier und da mal, also ursprünglich eigentlich hier und da mal am Samstag, am Sonntag halt irgendwelche Openings, aber hab halt noch ein bisschen was auf der Platte liegen, deswegen ab und zu nochmal am Sonntag was anderes, aber deswegen auch nur ATS und ETS 2 und nicht irgendwie, keine Ahnung, Trains in World oder Bus Simulator 21 oder whatever, weil ja, dafür, da warte ich dann doch lieber auf, dass da hier was Vernünftiges steht. Vor allem bei Bus Simulator 21, da wird es wahrscheinlich ja deutlich
unfahrbarer sein als jetzt hier. Und Trains in World weiß ich gar nicht, wie der jetzt von Trains in World 2 jetzt zu Trains in World 4 sich entwickelt hat, von der Belastbarkeit. Stimmt nicht, mit der R280 konnte ich glaube ich sogar noch auf 1080p 60 FPS spielen. Waren zwar da auch eher so 50, 48 glaube ich, aber ich habe mit 50 oder so genommen und oder so. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall wird es da wahrscheinlich mit dieser Grafikkarte, mit der AMD Ryzen R270 dürfte das sein. Ja klar, vorher Modell 270 passt. Es war halt auch, glaube ich, echt die einzige Grafikkarte, die halt gepasst hätte. Deswegen belasse ich es damit lieber. Wahrscheinlich kommt demnächst noch Railroad Corporation dazu. Okay, ich sag wahrscheinlich, ist aber ein definitiv. Womit ich eigentlich auch erst anfangen wollte, wenn hier was Richtiges steht. Allerdings habe ich nochmal nachgeschaut, erscheint, weil es halt ähnlich ist wie Railroad Empire, auch obwohl es von 2019 ist, scheint es hier doch sauber zu laufen. Und weil ich halt Railroad Corporation vorher schon spielen wollte, bevor Railroad Corporation 2 rauskommt, was voraussichtlich dieses Jahr sein wird. Ich muss mich ja links halten. Ja. Aber deswegen gibt es aktuell nur ATS und ETS 2. Ansonsten wäre der Kanal auch noch deutlich voller. Da würde ich auch mit dem Bass weitermachen können. Oder würde ich auch so Bass fahren. Und so weiter und so fort. Viele Spiele, die einfach nicht gehen, wenn man kein relativ neues Modell gestehen hat. Aufgrund des Räderrauschs habe ich gar nicht geschaut, wo wir hinfahren. Wir sind ja noch nicht wirklich weit gefahren, wir sind jetzt in der 90 runtergefahren. Jetzt fahren wir die Interstate 25 runter und wechseln dann bei Casper auf einen Wyoming Highway. Beziehungsweise auf den Highway 287. Dann geht's bei Rawlins auf. Oh, und Manalords, wie man gerade hier unten sieht, von Lava natürlich. Das wäre auch wieder was Neues. Aber wie gesagt, ne? Erstmal was Vernünftiges. Es sind so viele Spiele, also ich weiß gar nicht, wie ich damit überhaupt zurechtkommen soll, wenn ich mal für nur geschehen habe. Dann wechseln wir auf die Interstate 80 und fahren eigentlich die Interstate 80 komplett runter bis Salt Lake City. Dann wechseln wir auf die Interstate 15, fahren an Salina vorbei und dann sind wir auch schon bei Cedar City. 653 Meilen noch. Ich denke mal, ich werde auch. Allein bei den City-Bildern steht auch so viel aus. Allerdings, da ich zumindest was die neuen Projekte angeht, auch anders plane, die Videos zu gestalten, damit mehr Fortschritt da ist. Wird wahrscheinlich dann schon bei Anno, also ich werde wahrscheinlich schon mit Anno 2205 damit dann beginnen, wenn ich fortsetze mit Anno 2205. Genauso wie ich mir das mit City Skylines mache, wo ich Edenthal noch vollenden möchte, bevor ich mich dann an City Skylines 2 setze. Ist gerade Internet-Rip oder was?
Es war scheinbar RIP, aber es ist scheinbar wieder da. Also eigentlich war es. War es RIP? Das muss ich bei Chatty gucken. Chatty, was sagst du? Chatty sagt, ich gehe zum Taskmanager. Nee. Okay. Ich bin verwirrt. Genau, mit 1.18.00 würde ich dann auch fortsetzen, wenn ich mit 1.22.05 fertig bin. Vielleicht fange ich doch schon vorher mit an. Wie gesagt, City Skylines 2, dann, boah, Mellowlords haben wir hier, dann, klar, Railroad Corporation 2, Transport Festival 2 natürlich auch. Da setze ich auch dann Street Asia fort. Boah, einfach zu allein von den City-Bildern. Da Foundation. Boah, da war bestimmt auf alle Fälle noch mindestens eins. Was ich jetzt vergessen habe. Aber es sind so viele Projekte, so viele Tage gibt es gar nicht. Aber wenn der Rechner hier wieder steht, dann werden wir auf alle Fälle erstmal eine ausgiebige Testphase machen. Das heißt, es wird dann erstmal so weitergehen, wie es jetzt ist. Ich würde dann den Rechner so nutzen, wie ich ihn jetzt zuvor auch genutzt habe. Sprich, Windows Updates, solange es geht, pausieren. Dann nutze ich das Ganze, um hier die zwei ATS, das ATS und ETS2 Video, das wöchentlich aktuell kommt, mache ich dann mit dem neuen Rechner, der hier steht. Sprich, eine Aufnahme oder zwei Aufnahmen die Woche, dann die Woche die Sachen dann rendern und dann mal schauen, wie lange das gut geht. Ich hoffe länger als sechs Wochen. Also weil der Rechner, der jetzt hier eigentlich stehen würde, der halt RIP ist, der zuvor nach 4 Wochen RIP gegangen ist, nach dem Windows und Treiber Update und danach, nachdem ich den nach irgendwie einem halben Jahr oder so resettet habe, weil ich halt abgefuckt war, weil das Problem war von vorherigen Rechner. Danach ging ja 5 Wochen. Sprich, wenn der jetzt repariert werden sollte und da dann grünes Licht gegeben wird. Dann würde ich den halt auch nochmal dann halt in dem Fall 6 Wochen testen, sprich runter auf 60. Ja, ist ja gut. Und werden ihn halt noch nutzen, um in Neverwinter rumzurennen und in Ark Survival Evolved rumzurennen. Ach du Scheiße, das ist ja natürlich super. Ausholen. Da komme ich auch, wenn der Rechner hier ist und dann auch länger geht als irgendwie einen Tag oder so, bis der nächste Rooster wieder kommt, dann
wahrscheinlich auch dazu, ein bisschen Platz zu schaffen hier mit den ganzen Backup-Streams. Go straight. Okay. Warum? Okay. Vielleicht habe ich die Motorbremse einfach nicht genug durchgedrückt. Das kann natürlich auch sein. War aktuell, glaube ich, einen massiven Backlog und ich komme einfach nicht hinterher. Wahrscheinlich irgendwie wieder welche Sachen neu gedingst werden müssen. Stay right. Und die Mühle hier halt langsam ist. Das war halt einen halben Tag beschäftigt mit 6 Stunden. Wahrscheinlich werde ich es auch so machen, dass ich dann halt auch den Stream auch anschmeiße in den 6 Wochen. Also das ist vielleicht alle 6 Wochen oder alle 5 Wochen davon nach einem Stream anschmeiße. Keine Ahnung worin, werden wir dann sehen, aber mal schauen, was dann ist, ne? Das ist jetzt zumindest so der Plan. Also, wenn wir sobald hier sobald hier ein Rechner für 2 Monate steht, der funktioniert, der gut, also ein guter Rechner steht, ein sehr guter Rechner steht, der 4 Monate, 2 Monate rund läuft, dann werde ich mich auch, denke ich mal, wieder ransetzen können und hier ein bisschen mich umschauen, um zu schauen, dass ich mich vielleicht ein bisschen an die Monitore setze, dass ich da von 1080p entweder hoch auf 2K oder auch schon auf 4K gehe. Und ein Lenkrad für die diversen Simulatoren, wo man Lenkrad gebrauchen kann. Aber da wollte ich jetzt noch nicht rein investieren, bevor hier nicht, bevor es nicht vernünftig genutzt werden kann. Gerade auf dem Highway 287. Später geht's
gerade auf dem Weg zu Interstate 80. Soll es noch gewittern? Ich glaube nicht. Haben wir den Kurven mal lieber gerade mit 55? Sicherheitshalber? Okay, nee. Nur noch Sonnenschein. Ich glaube, ich nehme es doch gerade echt zum perfekten Zeitpunkt auf. Gerade nicht in irgendwelche Sonnenstrahlprobleme zu kommen. Wir haben by the way jetzt gerade Dienstag. Sprich, ich nehme es gerade einen Tag vor hier auf. So wird es wahrscheinlich jetzt auch erstmal so sein, dass ich Tag vorher nur aufnehme, dass ich Tag vorher ab jetzt aufnehme. Okay. Und auf 30. Bin ich ja dabei. Stay right and then turn right. Ach, ich dachte, ich muss jetzt hier steuern. Man merkt halt echt schon, das frisst, wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel Zeit, sehr deutlich mehr Zeit, wie das mit neueren Grafikkarten jetzt wäre. Ganz kurz dann überlegen, ob ich mir nur deswegen einen weiteren Laptop hole. Aber hab's dann doch sein gelassen. Oh, dann geht's auf die Interstate 80. Oder? Ja, doch. Und dann fahren wir jetzt die Interstate 80 nochmal, ja, um die 350 Meilen.
gehen Salt Lake City. Besser. Wieder Rechner steht, dann muss ich mal auf alle Fälle wieder das Dokument raussuchen, was ich mir mal irgendwann erstellt habe. Wo Ideen raus sind, weil ich bei. Ich weiß die. Ja, kein bisschen mehr. Also, das ist kein bisschen. Ja, ich weiß sehr wenig davon. Noch eine Idee, einige Ideen, die. Kooperationen sind und so. Es ist halt wieder viel Zeit ins Land gestrichen. Kann man halt sowas mal leicht vergessen. Da ist nur der Auftiger ist und nicht. Selina, oh, müsste zum Selina sein. Okay, na, mein, das ist Rock Springs. Kein Problem, das kriegen wir hin.
merke schon, in dieser Zeit sollte ich, wenn dann wirklich schon irgendwie Dienstag und freitags einen Wecker stellen, damit ich die Aufnahme möglichst früh beginnen kann. Zumindest an Tagen, wo es sonnig werden soll. Weil die Sonne jetzt, haben wir es gerade auf 14:20 Uhr, die ist schon teilweise ein bisschen einträchtigend. Oder wie einträchtigend? Die zeigt ihre Wirkung nicht nur durch die Wärme, auch wenn die Sonne noch nicht reinscheint. Allein weil die Gardine hell ist. Mal schauen, ob es dann irgendwie mit der 3080 weitergeht. Oder ob ich dann irgendwie eine 4080 habe. Soll ich mir einen neuen Rechner holen? Was ist eine 4070 oder 90? Ich weiß gar nicht mehr, was da in dem einen gerade drin war, den ich spaßhalber mir angeschaut habe. Für 2,7 war das, glaube ich. Aber man muss ja schon sagen, die Preise sind halt echt schon wieder anders als vorher. Computing, genau. Wollen wir auf Frage gehen. Stay left. Aggregiertes gesamte Gewicht von 74.228 Pfund. Uns doch bestimmt wieder Zeit gekostet. Na, geht so. Schon eine Puffer. Perfekt.
mir fällt gerade auf, ich brauche auf alle Fälle dann auch noch ein Shit. Ja gut, never mind. Muss ich mal schauen. Müsste ich mal schauen, wie wie die gerenderten 1080p 60fps Videos sind, weil ich bräuchte prinzipiell nochmal ein neue Tastatur, weil die ich gerade nutze, eigentlich für den Rechner gedacht war, für den ich dann zum Rendern nutze. Wenn man jetzt auch, wenn die Qualität gleich bleibt, so von der Aufnahme her oder vom Stream, whatever, dann wäre mir das auch wurscht, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 5 Stunden brauche zum Rendern oder so. Meinen einen Rechner ein bisschen schonen kann, oder? Dann nehme ich das so gerne in Kauf. Aber das ist auch eher so ein Zukunftsmusik-Ding. So, gucken wir jetzt aber. Soulback rein. Ich hätte auch rechts bleiben können, gut zu wissen. Unter 45. Wir wollen ja nicht die Ladung verlieren, ne? Wir wissen ja selber, wie es schmerzt. Steinbruch wahrscheinlich oder sowas in der Art vorbei. Ist das wieder anstrengend mit den ganzen Lecks. Provo 193 Meilen noch. Ach, wir sind ja schon auf der Interstate 15? War das die 15? Ich glaube, nach der nächsten Fahrt kann man doch den LKW noch restaurieren, den Volvo.
wollen übernächsten Fahrt. Wir wissen ja nicht, welche Fahrt als nächstes kommt. Ne? Wenn wir so bei 1,4 sind, dann wird der Truck restauriert. Ausgeschildert. Wieder den Berg hinauf. Weil ja vorhin wohl das ja ganz gut geschafft hat. Schon. Also ich denke mal, ich werde dann also erst noch im Mai dann noch den Rechner dann, zur Reparatur bringen können. So dass dann notfalls im Juni dann schon eine Bestellung rausgehen kann für einen neuen Rechner. Bin ich noch an meinem Ziel, das alles im ersten Quartal zu machen. Und wenn es ein neuer Rechner wird, dann werde ich wahrscheinlich sehr hart damit kämpfen müssen, aber da werde ich versuchen, die Abgefucktheit zu
runterzuschlucken und dann den Rechner dann auch in der Garantiezeit dann einsenden. Er wird irgendwann hier wieder ein selber zusammengebauter Rechner, weil das scheint ja da wahrscheinlich ja kein Pech zu haben. Der hier läuft ja auch wenn das Netzteil eigentlich mehr Strom braucht, aber das ist auch nur aufgetreten wegen mein Neverwinter mal gecrashed ist und ich den Rechner dann halt hart neu starten musste. Wahrscheinlich nicht wirklich gemusst hätte, aber doch, ich muss das glaube ich machen. Wodurch halt dann das Netzteil Leistung verloren hat. Und sollte dann gewisser Rechner stehen, dann werde ich diesen Rechner hier, werde ich dann das erste Mal ein Treiber-Update machen von der Grafikkarte. Die Treiber sind jetzt mittlerweile, boah, bestimmt, weiß ich nicht, es könnte schon an die 70 Monate gehen, dass die outdated sind. Aber aufgrund der Vergangenheit habe ich mich einfach geweigert, das Treiber-Update zu machen. Sollte dann die Testphase sehr erfolgreich sein und ich muss ja mal auf dem neuesten Stand der Backup sein, dann wird die Mühle hier optimal ein Update vom Treiber, mal schauen ob dann auch ein bisschen schneller rund und runter läuft, was das Rendern betrifft, aber das wird die Zeit zeigen. Und da sind wir bei Cedar City. Ich auch mal gleich direkt schnell das Video und dann kann ich während das rendert dann ein bisschen mal essen. Stay right and then exit right. Au. Stay right. So ein Leuchtturm. Then turn right. Bisschen
spannend. Turn right. Ist ja schon. Holy shit. That was a new one. And then turn left. Oh. Turn left. Und ich werde die Kopfhörer aufladen. Da laden wir mal die Fracht ab, kassieren das Geld und legen uns schlafen. Ausgezeichnet, der Computer von Gillette nach Cedar City geliefert, Gefahrenstrecke 742 Meilen, Dauer eine Stunde ungefähr. Verbrauchter Kraftstoff 109 Gallonen, das war der 166. erledigte ATS, Road Trucks Auftrag. 56.000 gab es dafür, 1780 Erfahrungspunkte, damit sind wir jetzt gerade bei, okay, 1,28 Millionen. Sprich, es wird wahrscheinlich doch noch ein bisschen mehr als nur eine Fahrt sein, denn, ja, vielleicht auch nicht. Wir können ja mal kurz spaßeshalber schauen, mein Gott. Ja. Na, wir werden es nicht wissen, jetzt noch nicht. Aber das könnte. Ich dachte, ich hätte noch Platz gehabt zum Bremsen, aber. Dann hat der Van für uns gebremst. Wo können wir uns überhaupt hinlegen? Einmal rechts rum gleich. So muss man schnell zu machen. Offenbar war das nicht erlaubt.
Lichtblinker ausgeschaltet, danke schön. Hauen wir uns mal fix aufs Ohr. Aber der Truck ist noch frisch. dann bleiben wir vielmals bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.